Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen Gottes, die sich uns manchmal querstellt, uns freimacht durch Jesus Christus und uns immer wieder neu stärkt durch die Heilige Geistkraft. Amen. Im ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth lesen wir: Niemand kann einen anderen Grund legen als den, der schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Sie alle ganz herzlich willkommen hier in der Kirche St. Laurenzen, der Festgottesdienst am Reformationssonntag, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kirche und Politik, gemeinsam mit Gästen aus Kirchgemeinden unseres Kantons, gemeinsam mit Musizierenden, Tanzenden und Singenden, gemeinsam mit Ihnen. Ein herzliches Willkommen auch den Hörerinnen und Hörern von Radio Melody, welches diesen Gottesdienst live überträgt. Liebe Festgemeinde, 500 Jahre Reformation, Erneuerung, Veränderung, Befreiung, aber auch Leid, Zerstörung und Abgrenzung. Wir bedenken das. Wir gedenken, wir denken nach. Wir würdigen und feiern voller Dankbarkeit für die Errungenschaften der Reformation. Wir singen und beten gemeinsam mit den Kirchen des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes zum Zeichen unserer Verbundenheit und Zusammengehörigkeit. Denn bei aller Verschiedenheit haben wir einen gemeinsamen Grund, Jesus Christus. Er verbindet uns weltweit als Gottesdienstgemeinde und mit Christinnen und Christen aller Konfessionen und Traditionen. Aus diesem Grund feiern wir und auf diesen Grund bauen wir. Und wo es nötig ist, neu, quer und frei. Denn wir blicken nicht nur zurück, sondern wagen auch Blicke nach vorne. Dabei orientieren wir uns an den Wortbaren des Schweizerisch-Evangelischen Kirchenbundes. Quer, handeln, neu, denken, frei, glauben. Quer, denken, neu, handeln, neu, glauben. Frei, denken, frei, handeln, frei, glauben. Liebe Gemeinde, es ist uns nicht möglich, das Jubiläum und diesen Gedenktag heute zu begehen, ohne auch den Schmerz zu benennen, der untrennbar damit verbunden ist. Wir wollen das Zerteilende aussprechen und wir wollen zu unserer Schuld als Kirchen stehen. Wir bekennen, dass wir durch unser Denken, Reden und Handeln trennend gewirkt und einander die rechte Gesinnung, den wahren Glauben und das Kirchesein abgesprochen haben. Wir bekennen, dass wir als Geschwister im Glauben an den einen Gott getrennte Schulhäuser, getrennte Räte, getrennte Kirchen, Gottesdienste und Tische errichtet haben. Und das Brot noch immer nicht gemeinsam brechen.
Wir bekennen, dass wir im Alltag einander viel Leid getan haben, dass wir voreinander die Straßenseiten gewechselt, die Beziehung unserer Kinder, die sich in die Falschen verliebt haben, abgelehnt und Andersgläubigen Anstellungen verweigert haben. Wir bekennen, dass wir einander Gewalt angetan haben, gegeneinander in Kriege gezogen sind, dass wir einander als Ketzer verfolgt, aus den Dörfern vertrieben oder sogar umgebracht haben. Wir bekennen, dass wir Bilder, Kunstgegenstände und Heiligtümer geplündert, zerstört und verbrannt haben. Wir bekennen, dass wir immer noch nicht fähig sind, gemeinsam zu erkennen, welche Art Einheit dem Willen Christi entspricht und so immer noch getrennt sind, dass uns der Buchstabe des Rechts wichtiger war als der Hunger der Menschen nach Einheit. Wir bekennen, dass wir einander ausgeladen haben, wo es doch nicht wir sind, die einladen. Dass wir die Unterschiede als Trennungen begriffen und die Verschiedenheit und nicht die Verbundenheit betont haben. Dass wir uns viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt und viel zu wenig der Welt und den Menschen, auch heute noch, zugewandt und Zeugnis für die Liebe Gottes abgelegt haben. All dies bringen wir vor Gott. Vor dich, Gott, bringen wir, was uns belastet, bedrückt und beschämt, was wir gerne tun würden und nicht vermögen, was wir gerne wären und es nicht sind. Wir wären gerne beweglich in unseren Ansichten, in unseren Traditionen, in unserer Entwicklung. Doch dann stecken wir fest im Vertrauen, im Vertrauten, und es fehlt die Kraft für Veränderung. Gerne großzügig in unseren Gedanken, mit unserem Besitz, mit unserer Zeit. Doch dann sind wir kleinlich und behalten es für uns. Wir wären gern verschwenderisch mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Zuwendung, mit unserer Wertschätzung. Und dann bleiben wir oft verschlossen
und halten es zurück. Legst uns nicht fest auf Mangel und Versagen. Du lässt uns immer wieder neu beginnen. Du verheißt Zukunft und sprichst: Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Wir wollen uns als Zeichen der Versöhnung und der Gemeinschaft, ein solches Zeichen des Friedens, weiterreichen. Wir feiern heute anders als zum Beispiel noch vor 100 Jahren, als 1917 der Erste Weltkrieg war und die Menschen sich auf Identität und Trennung festlegten. Reichen Sie sich die Hand über alle Konfessionen, über all das, was uns miteinander verbindet. Ja, wenn schon, denn schon. Sola Scriptura. Das, was unseren Glauben verbindet. Das Wort Gottes, das über alle Konfessionen und Denominationen das Wort ist, das unseren Grund zum Glauben ist. Als Zeichen für die Verbundenheit und die Gemeinschaft und als Zeichen, das uns viel, viel mehr verbindet, als uns trennt, überreiche ich dir, lieber Bischof Markus, die Zürcher Bibel. Herzlichen Dank. Wunderbar. Ja, lieber Martin, ich schicke dich nicht mit leeren Händen weiter auf den Weg. Bring dir eine Kerze. Das ist auch ein Zeichen für uns in der katholischen Kirche. Und ich sehe hier vor uns, die katholische Kirche hat auch euren Tisch und euren Gottesdienstraum ein bisschen aufgehellt. Aber nicht nur der innere Raum soll aufgehellt werden. Ich schenke dir jetzt das Zeichen, dass wir miteinander und nur miteinander könnt Licht und Zeichen in der Welt sein. Wir erheben uns und beten im Wechsel mit Worten aus Psalm 46. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, unsere Hilfe in Nöten wohlbewährt. Wenn der Boden unter den Füßen wankt, fürchten wir uns nicht. Wenn die Elemente den Aufstand proben, fürchten wir uns nicht. Wenn die ganze Welt unterginge, fürchten wir uns nicht. Mittendrin ruht die Stadt Gottes.
Fest gegründet steht sie da. Menschen verzagen und Angst macht sich breit. Gewalt erschreckt uns und Macht frisst sich selbst. Kommt und seht seine Werke. Er wird das Unheil in Schranken verweisen. Der Gott Jakobs, Leas und Rahels ist unser Schutz. Er wird Kriege für immer beenden. Er wird Waffen zerbrechen und Frieden schmieden. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ist unsere Zuflucht und Stärke. Wir fürchten uns nicht. Amen. Liebe Festgemeinde, die Reformation ist einer der wichtigsten Einschnitte in der Geschichte. Innerhalb weniger Jahre wurde auf den Kopf gestellt, was vorher während vielen Jahrhunderten gegolten hatte. Im Rückblick führte das Zusammenspiel von Buchdruck, Reformation und der Entdeckung dessen, was die neue Welt genannt wurde, zur Aufklärung. Die Werte waren vom Himmel auf die Erde hinabgestiegen. Dieses einprägsame Bild für die gewaltigen Veränderungen stammt vom französischen Historiker Charles Le Goff. Was damals geschah, war die Basis für die Fortschrittsperspektive in der Geschichte, die es so vorher nicht gegeben hatte. Sie führte zum Sonderweg Europas, der die Welt seit dem 15. Jahrhundert prägte, mit allem Positiven und Negativen. Was bedeutet die Reformation für St. Gallen? St. Gallen war die zweite schweizerische Stadt, in der die Reformation sich durchsetzen konnte, nach Zwinglis, Zürich, aber vor Bern, Basel, Schaffhausen. Auch in St. Gallen war die Reformation von großer Heftigkeit, mit einem Bildersturm, der Aufhebung von Klöstern und einer militanten Täuferbewegung. Fortan galt das Schriftprinzip, die Bibellektüre. Aber in St. Gallen wurden im Gegensatz etwa zu Zürich, keine Täufer ertränkt. Den revoltierenden Bauern gelang es zwar auch hier nicht, das Joch der Obrigkeit abzuschütteln, aber im Vergleich zur anderen Seite des Bodensees wurden die Bauern nicht in großer Zahl totgeschlagen. Und das Kloster, die Fürstabtei, wurde ohne neuen Krieg wiederhergestellt, auf Druck der alten katholischen Orte, nach der Niederlage der Reformierten bei Kappel. Die Folge war eine Verschränkung größter Glaubensgegensätze auf engstem Raum, wie sonst wohl kaum irgendwo. Das Kloster war vollständig von der reformierten Stadt umschlossen. Die Stadt wiederum vollständig vom äbtischen Fürstenland. Bei sich gegenseitig ausschließenden Wahrheitsansprüchen war die Frage der Religion in dieser Zeit auch innerhalb der Christenheit oft eine Frage von Leben und Tod. St. Gallen aber gelang es, mit fundamentalen religiösen Widersprüchen kreativ umzugehen. Dabei half wohl auch, dass der humanistisch gebildete Fadian im Gegensatz zu Luther und Zwingli kein Theologe und Prediger war, sondern ein Politiker. Ein Politiker allerdings, der sich nicht auf eine politische Macht stützen konnte. Dies im Gegensatz zu den mächtigen Stadtstaaten Bern und Zürich mit einem großen, unterworfenen Umland. Die Stadt St. Gallen war nicht politisch stark, sondern wirtschaftlich.
Die Stadt wurde im Laufe jener Jahrhunderte zur Metropole des Leinwandhandels. Durch hohe Qualitätsansprüche, vor allem aber, weil es gelang, den weit gefächerten Austausch zu pflegen. Durch Fernhandel bis Lyon, Barcelona, Valencia im Westen und bis Krakau und Warschau im Osten. Und durch den Einbezug des fürstäbtischen Umlands. Die Ökonomie prägte die Politik und den Umgang mit den unversöhnlichen religiösen Gegensätzen. Von Toleranz kann man dabei nicht sprechen. Auch später gehörte St. Gallen zu den Kantonen, in denen der Kulturkampf besonders unversöhnlich ausgetragen wurde. So war es noch vor 100 Jahren unvorstellbar, zur Einweihung des Fadian-Denkmals einen Vertreter der katholischen Kirche einzuladen, unvorstellbar, was heute geschieht mit der Einladung an den katholischen Bischof. Und noch vor wenigen Jahrzehnten bestimmte der Gegensatz zwischen Katholiken und Reformierten die politische Landschaft von Stadt und Kanton. Aber die Nähe im Alltag und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten erzwangen einen pragmatischen Umgang mit den Gegensätzen. Es bleibt offen, wie weit Klugheit die Ursache für diese Pragmatik war oder schlicht die Notwendigkeit. Entscheidend ist, dass der Umgang mit sich ausschließenden religiösen Wahrheitsansprüchen alltagstauglich gemacht wurde. So wie dies später auch in der Eidgenossenschaft geschah und zur Bedingung für ihren erfolgreichen Fortbestand wurde. In diesem kreativen Umgang mit fundamentalen Glaubensgegensätzen liegt eine positive Botschaft auch für die Zukunft. Thank you.
quer, frei, neu, handeln, denken, glauben. Was lösen diese Worte in uns aus? In dieser Feier hören wir einiges darüber. Da oder dort blitzen diese Worte auf. Und am Ende wird jede und jeder von Ihnen ein Magnet mit nach Hause nehmen mit einem dieser Worte, damit vielleicht etwas haften bleibt. Doch wir wollen Worte nicht nur mit Worten erklären. Wir wollen sie in Bewegung kommen lassen. Und ich freue mich sehr, dass die Theologin und Tanzpädagogin Kerstin Pfaff dafür gestern extra aus Berlin angereist ist. Gestern haben einige Tanzfreudige mit ihr zusammen für uns etwas einstudiert. Das SEK-Motto in Körpern und Bildern umgesetzt, damit es für uns erlebbar wird. Vielleicht werden Sie nun Menschen erkennen, die buchstäblich über Leichen gehen, um ihr Ziel zu erreichen. Oder den Mainstream erkennen, Menschen im Gleichschritt. Oder solche, die im Hamsterrad gefangen sind. Und dann diejenigen, die sich dem querstellen, den eigenen Weg gehen, Verantwortung für ihr Tun und Handeln übernehmen. Und am Ende, wer weiß, entsteht vielleicht eine Gemeinschaft, die neu ist. Aber vielleicht sehen Sie auch etwas ganz anderes. Seien Sie frei, entdecken Sie neu und schauen Sie quer.
Sie hören als Schriftlesung aus dem Brief des Paulus an die Korinther, erstes Buch, Kapitel 3, die Verse 9 bis 16. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerland und Gottes Bau seid ihr. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Ob nun einer mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh auf dem Fundament weiterbaut, eines jeden Werk wird offenbar werden, denn der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, weil er sich im Feuer offenbart. Wie eines jeden Werk beschaffen ist, das Feuer wird es prüfen. Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, Bestand, so wird er Lohn empfangen. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, freilich wie durch das Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Festgemeinde. Was für eine Freude! Eine volle Kirche! Schade, dass Fadian das nicht miterlebt. Und dann mit so viel Prominenz. Ja, eigentlich wollten wir ja zusammen hier kommen. Fadian und ich. Doch leider war er im letzten Moment verhindert. Dieser Mann ist derzeit sehr gefragt. Nun, ich werde jetzt ganz besonders aufmerksam sein, damit ich dann da oben möglichst genau berichten kann, was aus all dem geworden ist, was damals hier in Bewegung gekommen ist. Nun, ich merke sofort, hier hat sich so einiges verändert. Wenn ich denke, allein der Gottesdienst, hier wird getanzt und geklatscht und es werden sogar Schauspieler engagiert. Und die Musik, so vielfältig und fulminant, oh, wenn Zwingli das wüsste. Aber alles von vorne. Darf ich vorstellen, ich bin Agnes. Vor 500 Jahren habe ich hier so einiges miterlebt. Spannend,
inspirierend, auch schrecklich zum Teil. Ich gehörte, wie die meisten damals, zum Pöbel. Meine Familie kämpfte ums Überleben. Wir setzten alle Hoffnung auf die Kirche. Doch die Kirche, das waren ein paar verkleidete Männer, die ihren Hokuspokus aufsagten. Die scherten sich nicht um uns. Von meiner Mutter lernte ich, sei still, sei brav, sei fleißig, sei klein. Bete und glaube an Gott. Doch Gott machte mir Angst. Dieser Richter, der die Leute ins Höllenfeuer schickte. Ich war interessiert, wollte es gut machen, doch ich verstand nichts. Ich fühlte mich nur klein und schuldig. Aber eben, das war am Anfang. Denn dann änderte sich was. Ja, gleich hier vor der Laurenzenkirche. Ich war vielleicht 20. Da standen ein paar, die heftig diskutierten, mit leuchtenden Augen. Es wurde sogar gelacht. Ich schnappte Wortfetzen auf. Er hat gesagt, wir können selber die Bibel lesen, jeder von uns. Und die Wahrheit sagt nicht irgendein Priester. Die Wahrheit ist allein in der Schrift zu finden. Ich fühlte mich total hingezogen zu dieser Gruppe. Und schon bald gehörte ich dazu. Wir gründeten einen kleinen Kreis von Frauen, reisten nach Zürich, um Zwingli zu hören. Dann trafen wir uns wieder bei einer von uns zu Hause, um gemeinsam in der Bibel zu lesen. Da gab es so viel zu entdecken, zu diskutieren und zu streiten. Für mich tat sich eine neue Welt auf und ich spürte, jetzt kommt so richtig Bewegung in die Kirche. Doch die reagierte nicht wirklich gut darauf. Die hohen Herren fühlten sich irgendwie bedroht. Die heilige katholische Kirche hatte Angst davor, dass so kleine Leute wie ich und dann noch Frauen plötzlich anfingen, selbst zu denken und sich eine Meinung zu bilden. Man betrachtete uns kritisch, wie die heutigen Sekten. Lesinen nannten sie uns. Und schließlich konnten wir uns nur noch heimlich treffen, weil der Abt ein Verbot gegen uns aussprach. Können Sie sich das heute noch vorstellen? Nein. Das kann man sich heute nicht vorstellen, dass die Hohen der Kirche das Bibellesen verbieten. Immerhin habe ich gesehen, dass heute sogar der Bischof da ist. Zum Reformationsjubiläum. Ach, wenn ich das dem Fadian erzähle. Sagen Sie mal, Herr Bischof, wie sehen Sie das denn heute? Ich nehme an, Sie verbieten niemandem das Bibellesen. Was hat denn die reformatorische Freiheitsbewegung mit Ihrer Kirche gemacht? Ja, liebe Frau aus dem aufmüpfigen Kreis von Fadian, auf diese Frage gebe ich Ihnen gerne eine Antwort. Nein, das Bibellesen verbiete ich wirklich niemandem. Im Gegenteil. Wir ermutigen katholische Christen, sich mit der Bibel, der Heiligen Schrift, auseinanderzusetzen. Schon in meinem Theologiestudium vor 50 Jahren war es übrigens auf universitärer Ebene ganz selbstverständlich, dass, wie für die evangelisch-reformierte Theologie, auch in unserer Konfession die historisch-kritische Methode in der Schriftauslegung
angewandt wurde. Aber Sie haben auch ein bisschen recht. Während der Zeit der Gegenreformation und noch zur Zeit des Kulturkampfes war es so, dass die Gläubigen sich vornehmlich nach der definierten Lehre der Kirche zu richten hatten. Und diese war im Katechismus dargelegt, für alle Glaubens- und Moralbereiche auch. Das selber Denken hat aber auch uns eingeholt, das kann ich Ihnen sagen. Es ist sicher nicht zuletzt eine Frucht ökumenischer Öffnung, dass in der Liturgieerneuerung des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht nur die Volkssprache, die von den Reformatoren ja auch eingeführt wurde, als Liturgiesprache eingeführt wurde, sondern auch dem Hören und Verkünden des Wortes Gottes in der Eucharistie ein zentraler Platz eingeräumt wurde. Im Bild haben die Konzilsväter von den beiden Tischen gesprochen, die gedeckt werden müssen, um unseren Glauben zu vertiefen, den Tisch des Wortes und den Tisch des Sakramentes. Damit war der Vorrang des Hörens auf das Wort Gottes auch für die Entfaltung des persönlichen, verantworteten Glaubens grundgelegt. Daraus wächst im Gebet eine ganz persönliche Christusverbundenheit. Stellen Sie sich vor ein paar Jahren hat, sagen Sie das dem Fadian dann, der wird Freude haben und staunen, hat der Papst selbst 50.000 kleine Bibeln an Jugendliche auf dem Petersplatz verteilen lassen und dazu gesagt, trägt sie immer mit euch, lest täglich ein Wort darin und verbindet das mit eurem Leben, dann werdet ihr gute Christen. Und wenn ich das meinen Firmlingen rate und erzähle, dann sagen sie, wo haben sie ihre Bibel? Dann nehme ich das iPhone hervor und sage, ich habe es auf einem App heruntergeladen, hier ist es. Auch Ihre zweite Frage ist interessant. Was hat denn die reformatorische Freiheitsbewegung mit Ihrer Kirche gemacht? So haben Sie gefragt. Wenn Freiheit nicht heißt, dass jeder und jeder machen kann, was er will, und Sie auch bei uns, wird sie auch bei uns jetzt großgeschrieben im Sinne, dass Glauben immer auch eine persönliche Entscheidung voraussetzt. Es ist uns aufgetragen, das Gewissen jedes Menschen zu achten. Das ist Lehre der Kirche. Die Achtung vor der Religionsfreiheit jedes Menschen gehört ganz wesentlich zur Lehre der Kirche. Dies ermöglicht uns auch, mit allen Religionen und mit allen Menschen in einen guten, offenen Dialog zu treten. Und diese Grundhaltung wird ganz besonders in einer säkularisierten Gesellschaft und im Zusammenleben mit so vielen Kulturen und Religionen wichtig. Zugegeben, in dieser offenen Haltung kommen auch Ängste auf. Die Wahrheit könnte relativiert werden oder der Glaube sei nur etwas ganz Privates und Individuelles, ohne Bedeutung für die Gemeinschaft. Es fällt auch tatsächlich immer schwerer, für ein Gemeinschaftsleben als Kirche zu werben. Dieses Anliegen tragen aber alle Kirchen mit gleicher Sorge. Sie darf uns aber nicht verführen, mit Angst und Machtgehabe Menschen wieder gefügig machen zu wollen. Das haben uns die Reformatoren gelehrt. Einladen, werben und begleiten ist unsere Aufgabe. Die Verkündigung muss Frohbotschaft bleiben. Sie darf nicht zur Drohbotschaft entarten. Dieser Anstoß der Reformatoren ist bei uns wirklich angekommen. Ja, und dann ist bei Ihnen natürlich auch die Frauenfrage angeklungen. Da stottere ich ein bisschen. Damit tut sich die römisch-katholische Kirche wirklich schwer. Damit gehen ihre Kirchen gelassener um. Sie ist aber bei uns auch nicht verstummt.
Frauen aus unserer Region haben sich notabene zu Fuß nach Rom auf den Weg gemacht, um einzufordern, dass in wichtigen Entscheidungsprozessen der Kirche Frauen auch Mitsprache auf gleicher Ebene haben. Das sind starke Zeichen der Ermutigung und beten wir um die Kraft zum Durchhalten und hoffen wir, dass stetes Tropfen auch diesen Stein höhlt. Lassen Sie mich schließen mit einem anerkennenden, lobenden Wort vom Papst Franziskus über das Lutherjahr. Das haben nicht alle bei uns begriffen und das wird auch Vadian sehr erstaunen. Er sagt, als Geschwister, nicht als Rivalen, hätten die Kirchen in den letzten 12 Monaten an Luthers Thesenveröffentlichung vor 500 Jahren erinnert. Wörtlich sagt er, danken wir dem Herrn für dieses große Geschenk, dass wir es geschafft haben, dieses Jahr als wirkliche Geschwister, nicht mehr als Rivalen zu begehen. Nach so vielen Jahrhunderten der Ferne und des Konflikts. Das hat durch Gottes Gnade der ökumenische Weg möglich gemacht. Er hat dazu geführt, dass das gegenseitige Verständnis, das Vertrauen und die konkrete Zusammenarbeit unter uns intensiver werden. Eine beiderseitige Reinigung des Gedächtnisses ist eine der wichtigsten Früchte dieses Weges, den wir gemeinsam gehen. Soweit das Zitat. Ja, liebe Frau Agnes aus dem Kreis Vadians, das sind Worte aus dem Mund des heutigen Papstes. Mutig riskiert Franziskus, dass er in seiner römischen Entourage dadurch selber zum Ketzer wird. Er stellt sich aber dafür hin und es wird keinem gelingen, ihn von dieser Haltung abzubringen. Als Bischof von St. Gallen freue ich mich, den gemeinsamen Weg in diesem guten Geist weiterzugehen. In diesem Geist gehen wir den Weg in die Zukunft und darüber bin ich dankbar und glücklich. Das ist schön, Ihnen zuzuhören, Herr Bischof. Auch Ihnen. Ja, vielleicht ist man heute doch ein bisschen schlauer wie damals. Zumindest in manchen Dingen. Denn damals verlief nicht alles friedlich. Zum Teil artete es richtig aus. Dabei hat es so vielversprechend angefangen. Es gab immer mehr Leute wie ich, die begeistert in der Bibel lasen und sich Fragen stellten. Doch einige wollten mehr. Die wollten alles umstürzen. Radikal. Klar, ich war auch der Meinung, dass man die Gotteshäuser nicht vergolden soll, dass diese reiche Kirche aufhören soll, sich zu schmücken und die Armen verrecken zu lassen. Aber deswegen muss man doch nicht gleich alles zerstören. Sie können sich nicht vorstellen, was für ein Desaster das war. Allein hier, in der Laurenzenkirche, wurde unendlich viel Schaden angerichtet. Doch so richtig deftig wurde es im Jahre 1529. Da kam die Klosterkirche dran.
Die kamen mit Hammern und Sägen und zerstörten Bilder und Altäre. Die Malereien an den Wänden weiß überschmiert. Es war ein Riesentumult. 40 Fuhrwerke wurden vom Klosterplatz abtransportiert. Mit Kreuzen, Bildern, Engeln, alles zertrümmert, alles zerstört. Es war Chaos pur, richtige Kriegsstimmung. Fürchterlich. Plötzlich waren da Macht und Kirche und Politik und alles wild durcheinander. So etwas würde heute in unserer Stadt nicht mehr passieren. Nicht wahr, Frau Ständerätin? Hier, wo die Reformierten und die katholischen Häupter gleich nebeneinander thronen und mittendrin hocken die Justiz und die Männer und Frauen aus der Politik. Wie ist denn das Verhältnis heute zwischen Staat und Kirche, liebe Frau Keller-Sutter? Spielt die Kirche für die Politik überhaupt noch eine Rolle? Ist der Glaube nicht vielmehr eine private Angelegenheit geworden, während die Politik öffentlich geblieben ist? Ja. Liebe Festgemeinde, ja, liebe Agnes, es hat sich einiges verändert. Nicht nur, dass Sie hier sprechen, sondern dass auch ich, eine Frau, die ein politisches Amt bekleidet, hier stehen darf. Eine Katholikin am Reformationsjubiläum. In Kirche und Staat hat sich einiges getan. Doch beginnen wir mit der Frage, wie hältst du es mit der Religion? Ende Oktober wurde die neueste Schweizer Jugendbefragung veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass zwar 84% der Befragten einer Konfession angehören, lediglich ein Viertel bezeichnet sich jedoch als religiös. Viele glauben zwar nicht an einen persönlichen Gott, aber an die Existenz irgendeiner höheren geistigen Macht. Zudem glaubt die Hälfte der Jugendlichen an persönliche Glücksbringer. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger haben also Konkurrenz erhalten. Viele Anbieter buhlen um das Seelenheil. Wer mit sich und der Welt nicht mehr zurechtkommt, geht heute zum Psychiater oder zur staatlichen Sozialhilfe. Spiritualität ist zwar auch Teil der modernen Gesellschaft, sie ist aber zum Konsumartikel geworden. Der Markt ist vielfältig. Sogar die Landeskirchen werben für ihre seelsorgerischen Angebote. Eher in die Kategorie Jahrmarkt fallen Wahrsagen und Kartenlegen, die selbstverständlich fast kostenlos im Internet abgerufen werden können. Und die Schweizer Top-Hellseher sind sogar während 24 Stunden verfügbar. Lebenshilfe on demand sozusagen. Zu diesem Jahrmarkt der spirituellen Angebote gesellen sich zu allem Übel anhaltende Diskussionen über die Trennung von Kirche und Staat. Dabei wird übersehen, dass die Entflechtung dieser Beziehung längst stattgefunden hat. Die Kirchen haben dabei auf ihre Privilegien verzichtet oder verzichten müssen und haben erkannt, dass ihnen die größere Freiheit auch mehr Selbstbestimmung in ihrer Aufgabenerfüllung gewährt. Der Kirche darf es bei der Frage des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat nicht um sich selbst als Institution oder um allfällige Privilegien gehen. Vielmehr muss sich die Kirche fragen, wie die Beziehungen zwischen Kirche und Staat gestaltet sein müssen, damit sie ihren Dienst an der Gemeinschaft und am Menschen am besten wahrnehmen kann. Und der Politik darf es bei der gleichen Frage nicht einfach um die Verteilung von Macht und Geld gehen. Wer heute von Trennung und von Kirche und Staat spricht, meint ja eigentlich die Erhebung der Kirchensteuer. Ich gebe zu, dass ich diese Diskussion nicht wirklich verstehe. Sie ist mir zu ideologisch, denn gerade als liberaler Mensch muss es mir doch ein Anliegen sein,
dass alle Angebote und Hilfestellungen, die sich außerhalb der staatlichen Strukturen entwickeln, gestärkt werden können. Historisch gesehen hat ja der Staat viele Aufgaben übernommen, die einmal kirchlich geprägt waren. Ich denke an die Fürsorge oder auch die Bildung. Dies ist für mich nicht in Frage zu stellen, denn der säkulare Staat sorgt in diesen Bereichen für Ausgleich und Neutralität. Nicht wegzudenken wäre jedoch die Arbeit, die die Kirchen in der Betreuung von Betagten oder Jugendlichen leisten, in der Spitalseelsorge, der Betreuung von Randständigen, der Beratung von Familien. Nicht zu vergessen ist, dass diese Arbeit oft von Freiwilligen geleistet wird. Diese Arbeit zu verstaatlichen würde bedeuten, dass man die Caritas, die Nächstenliebe, verstaatlicht. Der Staat leistet zwar in vielen Bereichen professionelle Hilfe und Arbeit, aber Fürsorge und Liebe in unserer Gesellschaft, in unserem zwischenmenschlichen Dasein können nicht ersetzt werden. Und schließlich verdeutlicht die Präambel in unserer Bundesverfassung, die mit den Worten im Namen Gottes des Allmächtigen beginnt, dass wir nicht im luftleeren Raum leben, dass wir die Grenze unseres Wirkens anerkennen. Selbst der liberale Ökonom Hayek anerkennt in einer seiner wichtigsten Thesen, dass die gesellschaftliche Ordnung zwar durch menschliches Handeln, aber nicht durch menschlichen Entwurf entstanden ist. Das Verhältnis von Kirche und Staat muss für mich eines sein, das aus Vertrauen und Zusammenarbeit besteht. Dabei erwarte ich nicht von der Kirche, dass sie von der Kanzel herunter Politik betreibt und Abstimmungsparolen verkündet. Die Kirche soll sich aber für einen Staat einsetzen, der die Menschenrechte und damit auch die grundlegenden Freiheiten respektiert. Dabei darf und muss die Kirche auch anecken. Sie darf weder beliebig sein noch anbiedernd. In der Kirche geht es nicht um links oder rechts, sondern um die Zuwendung zur Welt von heute. Der Auftrag der Kirche liegt darin, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sie im Auftrage und im Lichte des Evangeliums zu deuten. Als Katholikin erlaube ich mir, mich hier auf das Zweite Vatikanische Konzil zu berufen, das besagt, die Kirche soll der Welt dienen. Dabei treffen sich Kirche und Staat, respektive Gesellschaft. Denn das Konzil besagt auch, dass es in Staat und Kirche um den gleichen Menschen geht. Und wenn wir beide unseren Auftrag ernst nehmen, geht es uns beiden um das Wohl aller Menschen. Dieses Wohl ist in der jeweiligen Zeit zu deuten. Gleichzeitig besitzt das Wohl der Menschen auch eine ewige Dimension. Wenn es uns gemeinsam, also Kirche, Staat und Gesellschaft gelingt, dem Wohl aller Menschen zu dienen, dann dürfen wir durchaus optimistisch sein. Und dann, liebe Festgemeinde, können wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen und brauchen keine Glücksbringer. Thank you.
Liebe Frau Keller-Sutter, das klingt hoffnungsvoll, aber auch anspruchsvoll. Wenn Kirche und Politik sich einigen könnten auf ihre gemeinsamen Nenner Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit, wie viel Gutes wird dann möglich? Bleibt die Frage, was wird mit der reformierten Kirche nach dem großen Jubiläum? Klar, ihr habt's gut. Ihr habt keine Ablassbriefe mehr. Ihr habt Frauen in den Pfarrämtern. Ihr dürft euch euren Glauben frei zusammenreimen. Doch, was ist aus diesem Feuer geworden für die Kirche? Das, was wir damals hatten, dieser Hunger nach Worten, nach der Bedeutung der Schrift, nach Diskussionen, ist davon noch was übrig? Eure Kirchen gelten als überaltert, als langweilig. Und nach wie vor frage ich mich, ob die Leute verstehen, was die Pfaffen predigen. Braucht es die reformierte Kirche überhaupt noch? Würde man nicht besser ein Abschiedsfest statt ein Jubiläumsfest feiern? Was kommt als nächstes? Die Wiedervereinigung mit den Katholiken? Eine neue Reformation? Wie sehen Sie das, Herr Kirchenratspräsident? Haben Sie eine Vision für die nächsten 500 Jahre? Ja, liebe Agnes, liebe Festgemeinde, 5 Minuten für 500 Jahre. Vision habe ich jetzt zur Verfügung, das ist noch ein bisschen kompliziert. Ich bin erstmal dankbar und froh, dass wir dieses Fest überhaupt so feiern. Weil die reformierte Kirche im Blick auf diese Identität, wer wir sind, weniger Erfahrung hat, denke ich, als die katholische. Wir haben uns oft in der Identität abgegrenzt. Und gesagt, reformiert sein ist nicht katholisch sein. Insofern freue ich mich, dass wir mit Stolz dieses R entdeckt haben für reformiert oder diesen SEK-Slogan. Was die Fusion angeht, da glaube ich, würden uns Bischof Markus und ich uns noch relativ schnell finden. Der gute Bischof Markus hätte allerdings einen Weltkonzern mit im Hintergrund, während ich hier mit dem kantonalen Kirchenrat und der Synode relativ eigenständig entscheiden kann. Aber ich glaube, wir sollten auch erst mal sehen, was wir füreinander an Werten und an Bereicherung füreinander bringen und gebracht haben. Und da sind wir eben weiter als vor 100 Jahren. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehört. Und ich frage mich wirklich, wie lange können wir uns auch, eine Frage der Ökonomie oder der Klugheit. Wie lange können wir uns alle diese Strukturen, alle diese Gebäude, alles das, was wir miteinander entwickelt haben und auch stolz drauf sind, wie lange können wir das noch halten? Und ich gebe zu, es reizt mich, über diesen zweiten Tisch nachzudenken. Der Tisch des Wortes, den teilen wir. Am Tisch des Brotes arbeiten wir noch. Und das wäre für mich so ein Schritt, wo ich froh wäre, wir könnten im Blick auf die vielen ökumenischen Paare, könnten miteinander diesen Tisch entdecken und füreinander decken. Ich hoffe auch, dass es nicht bei den Feierlichkeiten bleibt. Dass nicht so eine riesen Katerstimmung dann auftaucht und sagt, zum Glück ist es denn jetzt mal alles vorbei. Ich stelle aber auch fest, dass vorher nicht so viel gejammert worden ist. Ich habe ja als Kirchenpräsident immer wieder gesagt, wir sind die 500-Jahr-Generation, eine Riesenchance. Und ich habe dann befürchtet, dass die nicht sagen, ja komm, jetzt kommt der Schmidt mit 500 Jahren und nicht das auch noch. Es sind wirklich enorm viele Impulse entstanden. Es hat sich etwas entwickelt und nicht nur Reformationsbier.
Es ist wirklich so, wir haben miteinander Feiern entdeckt, Gottesdienste entdeckt, wir haben miteinander komponiert, gesungen und tun das jetzt ein Jahr lang. Vielleicht muss ich noch klären, also mir ist schon noch wichtig, dass der Bischof Markus jetzt nicht so als der Vertreter der alten Kirche hingestellt wird und der Kirchenratspräsident Martin Schmidt so für das Erneuernde und die Neuerung dasteht. Die Reformatoren, das habe ich jetzt auch gerade wieder gelernt von Rudi Gamper in der Vadian-Biografie, die Reformatoren wollten ja zurück zu den Wurzeln, zum goldenen Zeitalter, die wollten nicht alles neu machen. Die wollten dahin, wo sie glaubten, die Welt war in Ordnung. Und deswegen ist es vielleicht etwas einfach zu sagen, das eine ist die römisch-katholische Kirche und das andere die reformierte. Die evangelische Kirche ist eine Weiterentwicklung der Una Sancta Ecclesia. Sie ist nicht 1517 einfach vom Himmel gefallen. Und insofern sind wir genau mit den gleichen Wurzeln unterwegs und machen das deutlich. Ich glaube, wir haben vier Dinge entdeckt. Vier Dinge, nämlich sola gratia, sola fide, sola scriptura und solus Christus. Das dürfte Ihnen von damals noch bekannt vorkommen. Das haben wir wieder entdeckt. Allein die Schrift. Und ich gebe Ihnen recht, ich leide manchmal selber dran. Es gibt ja so den zynischen Spruch, der Pfarrer ist eine Person, die man 6 Tage in der Woche nicht sieht und einen Tag in der Woche nicht versteht. Und das macht mir manchmal selber zu schaffen. Wenn dieser Eindruck entsteht, dann haben wir bei Sola Scriptura etwas verpasst. Dann haben wir das nicht geschafft, diese Volkstümlichkeit auch verstehbar zu machen. Luther hat immer gesagt, man muss dem Volk aufs Maul schauen, nicht nach dem Maul reden, wie Karin Keller-Sutter meines Erachtens richtig gesagt hat. Man muss dem Rat in die Speichen fallen, würde Bonhoeffer sagen. Man muss der Gesellschaft ein Gegenüber sein, aber man muss uns verstehen. Das ist wie bei einem Arzt, wenn der Ihnen am Schluss sagt, was Sie haben, dann wissen Sie manchmal auch nicht, bin ich jetzt gesund oder krank. Und genau das muss uns gelingen, dass die Menschen uns verstehen. Und sola gratia ist in einer Welt, in der alles zu kaufen ist. Und sonst bei Zalando. In einer Welt muss es uns gelingen, diese Gnade, die Gratia, die gratis ist, zu entdecken. Diese Dankbarkeit zu fördern, dass Menschen in Solidarität füreinander einstehen. Eines meiner Lieblingszitate ist ja dies, dass Menschen mit Geld, das ihnen nicht gehört, Dinge kaufen, die sie nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die sie nicht mögen. Und aus diesem Teufelskreislauf muss es uns mit Hilfe der Kirchen gelingen, auszubrechen. Aus dieser Ich-Gesellschaft. Ich habe das mal gelesen in so einer Bahnhofsunterführung, da stand Weltmacht mit 3 Buchstaben. Ich. Wenn uns das gelingt, dann haben wir sola gratia verstanden. Sola fide. Wir müssen den Glauben wieder beleben. Das, was Sie jetzt mit Recht sagen, also da denke ich auch, mir hat mal jemand gesagt, die Kirche ist eine GmbH geworden, eine Gemeinschaft mit beschränkter Hoffnung. Und wenn das so ist, dann müssen wir diese Hoffnung doch wieder beleben. Theo Sundermeier, der deutsche Missionstheologe, hat einmal gesagt, Christen müssen Briefe des Evangeliums sein und nicht Briefträger. Und das ist doch das, wenn uns die Menschen das ansehen, also Nietzsche hat mal gesagt, die Menschen, die Christen müssten erlöster aussehen. Also wenn dieser Glaube uns trägt, sola fide, dann muss doch die Menschen das begeistern. Und zwar nicht, weil sie müssen, sondern weil sie aus diesem Glauben heraus den Wert dafür erkennen. Oder wie Gustav Mahler sagt, es geht um die Weitergabe des Feuers und nicht Anbetung der Asche. Solus Christus. Dieser Grund, auf dem wir stehen, zu dem müssen wir stehen und für den müssen wir stehen. Weil das, was wir machen als Kirchen, ist nicht einfach nur Ethik, wobei ich die Ethik nicht schlecht machen möchte, sondern sie basiert auf einem Glaubensverständnis auf Jesus Christus, der uns trägt und unser Grund ist. So hoffe ich,
dass von diesem Jubiläum unter diesen vier Worten das weitergeht, was wir heute entdeckt haben. Und vielleicht gelingt es den Kirchgemeinden nachher, diese Dynamik weiter in ihre Arbeit zu nehmen. Und dann heißt es eben, stolz drauf zu sein, reformiert zu sein. Und vielleicht sind wir dann auch ein paar dieser Tropfen im Stein, die immer weiter höhlen und darauf hinweisen, was auch die Rolle der Frauen ist. Frei denken, quer handeln, neu glauben, oder war es Freiglauben, Querdenken? Es zeigt, was uns ausmacht, Verkündigung, Diakonie und Bildung. Und da wird sicher was bleiben, da bin ich überzeugt, weil das braucht die Gesellschaft immer, quer, neu und frei. Wir nehmen Sie beim Wort. Und sowieso, das werde ich den seligen Reformatoren berichten. Auch wenn sich vieles verändert hat, was bleibt, ist das Wort. Das Wort steht im Zentrum bei den Reformierten. Deswegen wird auch so viel gesprochen. Aber nicht nur das. Wir sehen uns gleich noch bei Wurst und Brot und Bier. Es darf gefeiert und gelacht werden. Schade, dass Fadian das nicht miterlebt, aber ich freue mich darauf. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit, bevor ich wieder rauf muss. Also, bis bald, auf Wiedersehen. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam unseren Glauben bekennen mit dem sogenannten Bekenntnis von Kappel. Ich glaube an Gott, der Liebe ist, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus, sein Mensch gewordenes Wort, den Messias der Bedrängten und Unterdrückten, der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen, ausgeliefert, wie wir, der Vernichtung des Todes, aber am dritten Tage auferstanden, um weiterzuwirken für unsere Befreiung, bis das Gott alles in allem sein wird. Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, zu Brüdern und Schwestern derer, die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche,
an die Vergebung der Sünden, an den Frieden auf Erden, für den zu arbeiten Sinn hat, uns an eine Erfüllung unseres Lebens über unser Leben hinaus. Amen. Lasst uns beten für eine Kirche, in der das eine Wort wichtiger ist als viele Wörter, in der die eine Botschaft mehr zählt als viele Schlagzeilen. Lasst uns beten für eine Kirche, die ihre Stimme erhebt im Konzert der Mächtigen und sich auf die Seite derer stellt, die in ihrer Ohnmacht Unterstützung brauchen. Lasst uns beten für eine Kirche, die nach Einheit strebt und nicht nach Einheitlichkeit, die nach Gemeinsamkeiten sucht und Unterschiede anerkennt. Lasst uns beten für eine Kirche, in der der Mensch zählt und nicht die Menschen gezählt werden, in der die Liebe gelebt und das Leben geliebt wird. Lasst uns beten für eine Kirche, die Neues annimmt und Bewährtes pflegt, die Fragen zulässt und Antworten nicht scheut. Lasst uns beten für eine Kirche, die in die Welt hinausgeht und die sich nicht hinter Mauern versteckt, die offen ist für viele Strömungen, aber nicht mit dem Strom schwimmt. Lasst uns beten für eine Kirche, die nicht nur Gotteshäuser unterhält, sondern in der Gott ein Zuhause hat, die sich vom Geist leiten lässt und deren Leitung Geist hat.
Lasst uns beten für eine Kirche, in der nicht die vom Dienen sprechen, die Herrschen meinen, sondern in der jener herrscht, der uns dient alle Tage bis an der Weltende. Verbunden mit Menschen auf der ganzen Welt beten wir die Worte, die Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern gebetet hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie spüren es deutlich, wir werden uns bald in Bewegung setzen können zu Wurstsuppe, Bier, Wein und so weiter. Wir werden uns stärken, werden uns begegnen und dann um 13.30 Uhr geht das bunte Nachmittagsprogramm wieder weiter. Beim Ausgang werden Sie gebeten, um papierlos zu werden, so Kollekte. Notfalls kann es auch klein und rund sein und schwer, aber lieber noch, weil es ist für Projekte der theologischen Bildungsarbeit in Afrika, wo wir heute zusammenlegen.
Die Bildung wird durch unsere reformierten Schwesterkirchen in Kamerun, Nigeria, Angola und Mosambik vermittelt. Sie beinhaltet nebst Grundlagen protestantischer Theologie auch die Vorbereitung der Pfarrerinnen und Pfarrer auf die Begleitung von Menschen in sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Fragen sowie im Umgang mit gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Kollekte fließt über Mission 21 und dem Echange Mission in diese Projekte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Beitrag. Beim Ausgang bekommen Sie dann auch eben das, was haften bleiben soll, von unserem Logo zu Hause dann am Kühlschrank. Und dort sind auch aufgelegt das Tagesprogramm und überhaupt auch den Festführer für das ganze Jahr. Bedienen Sie sich doch, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Im Tagesprogramm finden Sie auch die Wegbeschreibung zum Zelt unterer Brühl. Vielleicht wissen einige, wo die Tonhalle ist. Es ist dort neben der Tonhalle. Die Eltern werden gebeten, wenn sie Kinder abgegeben haben im Kinderprogramm im Zentrum St. Mangen, die jetzt vor dem Mittagessen einfach wieder in Empfang zu nehmen. Ja? Und dann 13.30 Uhr geht das Kinderprogramm dort wieder weiter, was dann mit einem gemeinsamen Gottesdienst abschließt. Ja, liebe Festgemeinde, ich habe zwar kein rotes Band jetzt hier, was über die Kirche gespannt ist, aber es ist mir eine Freude und auch wirklich mit Stolz und Dankbarkeit verbunden eine Ehre, jetzt dieses Jubiläumsjahr, das Reformationsgedenken, offiziell zu eröffnen. Wir arbeiten jetzt schon lange darauf hin, und ich habe viele von den Mitarbeitenden in der Kantonalkirche und auch in den Kirchgemeinden immer wieder beruhigt und gesagt, keine Angst, das machen wir wirklich nur alle 500 Jahre. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die in 600 Jahren machen, aber das, dann kommen wir dann mit der Agnes zusammen herunter und schauen uns das an. Wir haben viel darauf hingearbeitet und das, was Agnes erwähnt hat, hat wirklich stattgefunden. Ich habe viele leuchtende Augen gesehen. Viele motivierte Menschen und natürlich auch mal ein wenig zu viel Arbeit. Aber wenn das Ziel klar ist, dann lohnt sich der Weg. Und so sind wir jetzt unterwegs. Einige Veranstaltungen haben schon stattgefunden. Andere werden auch nachher noch stattfinden, hoffentlich. Aber mit dem 5. November 2017 beginnt jetzt offiziell unser Reformationsjahr und es endet am 4. November 2018 in Wildhaus. Wildhaus, da kann man denn Richtung Zürich immer sagen, wer hat's erfunden? Wir wollen auch Danke sagen. Mit dieser Eröffnung danke all denen, die mitgewirkt haben und jetzt wahrscheinlich auch heute Abend drei Kreuze machen. Es finden über 150 Veranstaltungen statt. Und weil Reformation zuerst und zutiefst eine Gemeindebewegung ist und war, danke ich allen Kirchgemeinden, dass sie engagiert und motiviert der Einladung auch der Synode und der Kantonalkirche gefolgt sind und Feierlichkeiten organisieren und durchführen. Ein ganz herzlicher Dank an alle Kirchgemeinden. Dann möchte ich mich bedanken bei all denen, die im Gottesdienst mitgewirkt haben. Wir haben aus Zeitgründen entschieden, jetzt auf die Namen zu verzichten. Sie finden aber alle Namen hinten auf dem Programm aufgeführt. Und ich möchte ganz herzlich euch im Vorbereitungsteam und allen Musikerinnen und Musikern, die hier um mich herum stehen, herzlich danken für diesen feierlichen Rahmen. Und ich denke, das ist ein großer Applaus wert. Wir geben eine Visitenkarte ab, ein Stück auch mit diesem Jubiläum. Und insofern danke ich allen, die mitgeholfen haben in der Vorbereitung, der Geschäftsleitung, der Strategiegruppe, dem Patronatskomitee,
Ständerat Paul Rechsteiner, Ständerätin Karin Keller-Sutter. Es war mir eine Freude, wirklich mit euch zusammenzuarbeiten. Und man hat nie lang fragen müssen. Man hat kurz angerufen und alle haben immer gesagt, selbstverständlich mache ich damit. So selbstverständlich ist das nicht. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke der Stadt St. Gallen. Und ich kann mich noch erinnern, Thomas, als ich dich gefragt habe, machst du im Patronatskomitee mit, hast du zu mir gesagt, selbstverständlich. Ich habe zwar nicht ganz die Postur von Vadian, aber ich bin der letzte Reformierte im Stadtrat und deswegen sage ich dir fürs Reformationspatronatskomitee zu. Die Stadt hat sich bereit erklärt, als Gastgeber jetzt zu wirken, die Mittagsverpflegung, Reformationsbrotwurst, das Bier und alles, was es noch gibt, ist offeriert von der Stadt. Ihr erweist euch des Labels Reformationsstadt wirklich als würdig. Vielen Dank. Und ein letzter Dank gilt auch noch der Kommunikationsagentur Alia Jagda, die sehr viel Erfahrung hat in Organisationen von solchen Anlässen. Wir machen das ja nicht so häufig. Ohne euch wären wir wahrscheinlich auch nicht hier, wo wir hier stehen. Euch für die Partnerschaft und die Begleitung ganz herzlichen Dank. So freue ich mich jetzt auf den Tag mit Ihnen. Das Wetter hat nicht ganz gehalten, aber wir machen das Beste draus. Und ich freue mich auf viele Veranstaltungen in diesem Jahr, frei, neu und quer. Miteinander wollen wir die Strophen 2 bis 6 des angefangenen Liedes singen. Gib uns Weisheit, gib uns Mut, und wir stehen dazu auf. In der Kraft, die euch gegeben ist, quer, neu und frei. In eurem Denken, Handeln und Glauben haltet Ausschau nach der Liebe. Gott, der Herr, segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz zu euch und schenke euch und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.
Gott.